Hallo Aline, meine lieben Freunde und herzlich willkommen wieder bei Borderlands 2. Und ab haben wir ja letztens mit dieser fucking Insekten gekämpft. War ein bisschen nervig, ich habe ein bisschen das und das. Aber was machen wir auch heute? Das frage ich mich selber jetzt. Was soll ich drucken jetzt? Jetzt. IPD, ja. Aber kurz vergessen, welche Knopf muss ich drücken. So, was wollte ich? Ah ja, Questen. Ah, haben wir schon. Auf die Düster. Ja. Machen wir die. Alter, meine Mausgeschwindigkeit oder ich bin. Ich weiß nicht, wie viel habe ich die. Kann ich noch oder kann ich noch nicht? Ich hab nicht ewig Zeit. 9. Ne, Tresor will ich nicht. Das ist. Wieder nicht schlecht, aber ne. Pistol. Nein. Oh, das ist kein Schrott, dieses benutze ich, gell? Ja. Also, das benutze ich. Schrott und Bazooka. Hä? Es gibt keinen. Doch. Gilt für Raketenwerfer. Hab ich. Haha. Lol. Ich nehme mir. Sniper ist okay, aber Schrott. Finde meine Mausempfindlichkeit ist ein bisschen zu hoch, aber kann man leben, nicht so schnell bewegt ein Millimeter, ja 90 Grad, das ist extrem. Also, zu Ellie, oder? Danke, dass du mich besuchst. Ich habe ein nettes kleines Projekt für dich. Oh oh. Nicht gut. Was hältst du von Bandenkriegen? Zwischen den Hodangs und den Sephords tobt seit Jahren eine idiotische Fehde. Und ich glaube, die Welt wäre ein klein wenig besser, wenn sie alle tot wären. Oder zumindest eine der Familien. Schnapp dir den Sprengstoff und die Familienwappen. Die Wappen findest du auf dem Schrottplatz. Okay. Du begibst dich auf Hodang-Gebiet, machst dein Ding. Damit meine ich eine Menge Leute abknallen und dabei verdammt gut aussehen. Und hinterlässt das Sephord-Wappen als Visitenkarte. Dann düst du zum Sephord-Gebiet in den Highlands und machst das gleiche mit dem Hodank-Wappen. Wie klingt das? Sprengstoff allein tut's da nicht. Wir brauchen die Wappen von... Hi, die Tüni. Willkommen zum neuen und verbesserten Catch a Ride. Jetzt mit 47% mehr... Okay, wir brauchen wir Wappen. Dann versuche ich holen die. Das Wappen der Sephord ist der Klee als Glücksbringer, was eine ziemliche Ironie sein wird, wenn wir mit ihnen fertig sind. Jetzt ihr mit dem Zeug zur Hodank-Rennstrecke. Mann, diese Hodanks werden so angepisst sein, dass sie es noch mehr bereuen werden, mich als Bibi nicht umgebracht zu haben. Okay. Alter, ich hab heute Kopfschmerzen wie Sau. Sag ich euch. Ja, fahr richtig, du Deppi. Okay, und jetzt was noch? Das ist der drittgrößte Reifen auf Pandora. Der ganze Stolz der Hodangs. Sie werden tierisch frustriert sein, wenn der platzt. Geh auf Abstand, das wird gleich richtig super. Lol. Und jetzt lass das Sephord-Wappen zurück. Lol, verreckt doch. Okay. So sauer war Jimbo nicht mehr, seit er erfahren hat, dass meine Familie aus seinem scheiß Clan austritt. Mama wollte nicht, dass Gunther und ich bei einem Haufen
Idioten aufwachsen, die ein Baby eher fressen würden, als es aufzuziehen. Und dann befahl Jimbo Moxie eines Tages, einen Typ umzulegen, oder sie würden mich zur Klänenfrau für alle machen. Aber sie hat sich geweigert. Schöne, schöne Erinnerung. Warum gehst du nicht zur Holy Spirit Spa in der Nähe von Overlook und jagst auch ihren Mist hoch? Ja, mach ich jetzt sofort. Mit Bells, sag ich so. Aber wo sind die? Das ist auch eine Frage. Ich hab schon vergessen, ich hab schon das durchgespielt, aber weiß nicht mehr, wo das war. Da? Lol. Du bist in der Nähe vom Holy Spirits. Das ist das Hauptquartier der Sephards. Junge, Junge, die werden ausflippen, zu sehen, was wir für sie auf Lager haben. Es gibt eine todsichere Methode, die Sephards zu ärgern. Vernichte ihren Alk. Platziere diese Sprengladungen an der Brennerei und geh in Deckung. Jetzt müssen wir die beiden Seiten nur gegeneinander ausspielen und abwarten, wer übrig bleibt. Das wird ein Spaß. Oha. Was zur Hölle ist denn da draußen los? Piss mir ins Auge. Ist das ein Hoedunk-Wappen? Diese Bastarde haben den Waffenstillstand gebrochen. Das werdet ihr bereuen, ihr Hinterwäldler. Er klingt angepisst. Er hat bestimmt schon einen Plan, wie er es den Hodangs heimzahlen kann. Dafür wird er jemanden wie dich brauchen. Ich rufe alle Waffenträger auf, mir zu helfen, die Hodangs auszulöschen. Ich zahle mit Blut, Schnaps und Patronen. Auf zur Holy Spirits Bar. Okay. So. Ah, ein neuer Rekrut. Willkommen bei der Sephard-Familie. Du hast nicht zufällig den Bastard gesehen, der meine Brennerei zerstört hat, oder? Nein, überhaupt nicht. Nee, ich bin beschäftigt. Nimm ich dich. Hilfst du mir, die Hodak-Bastarde am Arsch zu kriegen? Klar. Gut. Wenn es etwas gibt, das sie mehr lieben, als ihre Schwestern flachzulegen, dann sind das Autos. Ich möchte, dass du ihnen ihr Rennen vermaselst. Komm in meinen Keller. Du bist auf der richtigen Seite in diesem Krieg, Freund. Vor Ewigkeiten ertränkte ein Hodak ein paar Sephard-Jungs im Bach. Nachdem ein Ex-Hodank vor einigen Jahren meinen jungen Lucky getötet hat, haben wir einen Waffenstillstand geschlossen. Aber durch den Vorfall bei unserer Brennerei wurde der Krieg neu entfacht. Okay. Und das heißt, ich bin gleich tot, oder was? Lauf schneller. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, ja. Nehme ich gleich, wenn du gehst mir aus dem. Ja, ich hasse es manchmal. So aufheben hier. Also, ab mit dir nach Gedast. Ich bin oben in der Bar, falls du mich brauchst. Jo. Mach ich. Schau ich oben noch, ob was gibt. Ob Waffen. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Okay, das habe ich gebraucht. Das nicht. Oh. Sterben, ich brauche dein Geld. So, jetzt. Ja. Und jetzt, wo ist mein Auto? Ist weg, toll.
So. Schade, hab ich vergessen. Normalerweise kann man hier Erntespieler kann man stellen mit Fu, E, A, D und S, aber hier muss man mit Maus steuern und auf Gas geben. Ah ja, was wollt ihr Leute euch sagen? Vielleicht ich nehme meinen Freunden die GTA auf. Und ich will diese GTA wahrscheinlich vollkommen immer am Sonntag. Ups. Juhu! Ja, schon das 14 Tage. So. Die Hotons veranstalten hin und wieder so ein Rennen. Ich möchte, dass du die Sprengladungen auf den Feuerwerkskörpern platzierst, die sie rund um die Strecke drapieren. Wenn sie das Feuerwerk zünden, geht's ordentlich ab. Lol. Okay. Dann muss ich nach oben latschen, glaube ich. Feuerwehr. Ja, ich mach. Wo das Dynamit klar ist, geht dahin, wo die Hodangs ihr Feuerwerk aufgebaut haben. Das wird ein großartiges Schauspiel der Zerstörung. Okay, ich mache zuerst mein Auto weg. So, jetzt. Ja, ich nehme die meine Schrott. Ah ja, diese habe ich schon. Okay. Die sollte auch. Hallo? Ja. Töte den Bürotechniker. Keine Zeugen. Dang, dang, du. Was magst du hier oben? Willst du mir Glück wünschen für das Feuerwerk? Und hier kommt der Start. Taudang. Das Rennen beginnt. Wenn die Autos kommen, lass das Dynamit hochgehen. Okay. Die Autos biegen in die Acht ein. Ich traue meinen Augen kaum. Okay. Lol. Ja, stimmt. Hallo? Ja. Juhu! Gute Arbeit, Schätzchen. Ich habe die Explosionen von hier gesehen. Komm zu meiner Werkstatt und wir schauen mal, ob wir den Hodang.
Ja, das wäre auch eine schlechte Idee. Mal sehen, diese Waffe. Leute, was ist das für eine Waffe? Egal, die ist gut. Die schießt ziemlich schnell. Ja, geil. So, und jetzt, ne? Ich will nicht außer rumfahren, dann machen wir so. Die machen wir kurz die Karawane, dann gehen wir so unsere beste Freunde der Welt. So, Annie, glaube ich. Oder wie heißt sie? Keine Ahnung mehr. Ich denke, Annie heißt sie. Karawane, wo ist die Karawane? Immer wird hier von hinten. Ja, da ist. LOL! Er hat mich umgebracht. Weil es niemand in der Umgebung, wie soll das machen? So. Ja, gut, geht mir prima. Irgendwo Karawan sollte sein. Ist das dein fucking Ernst? Der fällt weg. Läuft bei mir. Oh komm. Sei nicht so feige, so. Genau, so mag ich. Ist der? Ich hoffe, er ist nicht abgehauen. Ah, da ist er. LOL! Das ist mein. Ich kann nicht vergessen. LOL! Aha, wo ist er? Da war er noch. Jetzt. Jetzt geht's in Kragen. Sterb lieber. Sarah. Oh, da läuft. Oh, man. Wo bin ich? Lol. Ist zu viel. Ich hab Punkte bekommen. Oh, nächste Kopf, halt dann nochmal. Wo bist du?
Okay, das ist gut. Oh komm. So. Dann ist es besser. Oh, das ist sicher. Ja. Hallo Elli, ich bin wieder da. So, und wo ist sie? Da ist sie. Ei! Toll. Nach dieser Bluternte zwischen den beiden Familien bist du der Last Man Standing mit einer Handvoll Dollar. Jo, Jimbo. Okay. Starke, loyale Soldaten, die nicht so viele Fragen stellen. Helf der Haudang-Familie, die Zephyr-Dreckskerle zu besiegen. Okay, jetzt muss ich zu dieser anderen gehen. Also Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns nächstes Mal bei Severods. Wir killen die alles und so weiter. Und bis nächstes Mal. Tschüssi.